Freunde, was geht ab, Leute, Junge? Wieder mal ein Paket abholen. Ich glaube, das ist aber Popcorn. Leichtes Paket, Popcorn Teil 2. Ich habe ja 2 bestellt. Wir wollen alle Popcorns testen. Ja, das ist das Popcorn. Ich habe mir noch mehr Synergy geholt. Ich habe mir noch Parmesan geholt. Ah ja. Okay, warte. Das ist das, was Crispy Rob gehypt hat. Er so, krass, Nummer 1, Platz 1. Sour Cream Popcorn. Was haben wir hier noch? Honig Chili, Zitrone, das hat er auch im Video gehabt. Zitrone. Das hat er nicht. Cheddar Cheese. Das für Chong. Zapf, bitter Minze, bisschen After Eight mäßig. Freut sich drauf. Gewinnspiel ist zu Ende. 50.005. Nicht Leute, sondern Lose, sag ich mal. Ich hatte 41 Lose. Und das wird in 6 Tagen, knapp einer Woche, bekannt gegeben. Schauen wir mal, ob wir gewinnen oder einer aus der Community. Ich würde es euch gönnen, tatsächlich. Ich würde es echt euch gönnen, weil das ist eine Summe, die gut investiert das Leben verändern kann. Also, toi, 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 Leute. Dann haben wir noch, natürlich Battlegrounds immer zwischendurch, während ich auf ein Video warte, das gerade hochgeladen wird. Hier. Muckbuck, das ist so ein Stadtführer-mäßig unter hier in München. Muck für München. Gibt es bestimmt auch in eurer Stadt. Und die machen ab und zu so Top-10-Listen. Letztens hatten die so einen Top-10-Döner Münchens. Aber die hatten gar keine Ahnung, dönertechnisch. Echt gar keine Ahnung. Food Factory war nicht drauf. Ganz, ganz schlecht. Wirklich ganz, ganz schlecht. Und jetzt haben die neu. Und ich weiß, ja, Geschmäcker sind verschieden und so, dies, das, aber der war echt schlecht, der Döner-Guide. Jetzt haben die hier neu die 10 wirklich besten Bubble Tea-Läden in München. Also da muss ich echt sagen, sind die Geschmäcker verschieden, das kann ich sogar eher nachvollziehen, weil das ist so verschieden, manche mögen es milchiger, manche mögen es süßer, teiger, dies, das. Und da gibt es echt eine Menge Stile, die man machen kann. Manche mögen Früchtetee mehr, manche mögen sodamäßig mehr, Bobas. Kann man auch so viel, so verschieden machen. Aber was mich jetzt hier interessiert hat, also Nummer 1, nennt sich Kiosk Nono. Den kannte ich nicht mal, okay? Vor ein paar Wochen eröffnet. Eigentlich direkt bei mir, muss ich heute auf jeden Fall abchecken. Nummer 2 klingt auch super interessant. Chia Chia spezialisiert sich auf losen Blatttee und ist eigentlich nicht für seinen Bubble Tea bekannt. Aber genau das macht Chia Chia zum perfekten Geheimtipp. Okay? Er steht nicht mal auf der Karte und man muss nachfragen. Ein super geheimer Bubble Tea, also perfekt für uns, Nummer 1 und 2. Und dann Nummer 3 kennen wir, also den Rest kennen wir. Nicha kennen wir, ist von dem Kollegen. Bubble Tea ist solide, macht gutes Instagram-Marketing und geht da krass ab. Loop Tea kennen wir, Teeseele kennen wir, Tea Time kennen wir, Ledger kennen wir. Ledger übrigens anders krass von der Qualität her. Q-Tea kennen wir. Mann, Namen? Kennen wir, aber haben wir noch nicht ausprobiert. Das ist so ein, eigentlich von außen her so ein richtig räudiger, wo man sich denkt, okay, die haben einfach nur so Bubble Tea, weil es im Hype ist, im Trend ist. Aber der hat es tatsächlich auf die Top 10 geschafft von dem. Und Kambay auf dem letzten Platz, das ist, wie jeder weiß, meine Nummer 1. Was ist der Laden? Kiosk? Nono? Fast direkt am Milbertshofen, U-Bahn-Station, hier im Norden. Location-technisch eigentlich, glaube ich, tot. Und wie gesagt, ich kenne den Laden nicht. Also, es ist jetzt nicht so ein Laden, wo man hier einfach vorbeigeht. Ist hier eigentlich so, weiß nicht, so Haus, Wohnsiedlung. Da hinten geht es wieder ein bisschen mehr ab. Das ist aber, glaube ich, auch eine Schule. Ich hoffe, es läuft bei denen trotzdem gut. Und Größe ist klein. Es gab jetzt, also ich wurde nicht nach einer Größe gefragt, also ich habe nicht klein und groß gesehen. Es gab, glaube ich, nur eine Einheitsgröße. Ich wurde nicht nach Eis oder kein Eis gefragt und ich wurde auch nicht nach Zucker gefragt. Also ich wurde eigentlich nach gar nichts gefragt. Ich habe nur gesagt, welchen Tee ich haben will und welches Topping. Papierstrohhalm, darauf legen Leute immer mehr Wert. Ihr wisst, ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das am Strohhalm oder an meiner linken Hand oder? Oh mein Gott, das ist dasselbe wie bei Kambay mit dem komischen Strohhalm da. Oh mein Gott, ich schwöre, ich mache echt mit voller Kraft, Leute.
mein Gott. Er ist gut. Er ist qualitativ echt gut, Mann. Muss ich echt sagen. Tee sehr gut. Man schmeckt noch das Tee-Aroma richtig krass raus. Schön gekühlt, kein Eis. Ihr wisst, ist mir wichtig. Außer es ist so richtig heiß und man braucht richtig, richtig kaltes Erfrischendes. Aber es ist kalt, aber ohne Eis. Also das ist das Beste, kalt ohne Eis. Tapioca auch. Gut. Der ist gut. Ist es der Beste? Nee, also Kambayo schmeckt mir immer noch besser, aber der ist echt verdammt gut. Kleiner Spaziergang noch durch den Petrolpark. Gleich hier. Könnt ihr schon denken. Also natürlich ist das ein Pokestop, aber für Pongs Tour, eine der Touren, ist es natürlich auch interessant, dieser Spot. Ich habe sogar eine Tour, also rätseltechnisch natürlich noch nicht, aber die Route von der Tour und die führt natürlich auch hier durch. Aber bis wir die mal ausarbeiten, das dauert noch eine Weile. Wir sind immer noch an Tour 3, die Uni-Tour, die muss immer noch ausgearbeitet werden. Und ansonsten halt Marketing, also videotechnisch, so trailermäßig will ich demnächst was machen. Da muss ich mal schauen, also ich habe da, also ich wollte gerade sagen null Connections, aber ich kenne ein, zwei, die das machen. Ich kann die, also ich frag die jetzt nicht sofort, das ist immer dieses Unangenehme, wenn man was von jemandem will. Da muss erstmal dieses eine Meeting kommen, dieses eine Treffen, wo man auf Freundschaftsbasis sich erstmal trifft und dann Business redet. Jo, ich hole mir schnell was zu essen. Auf Empfehlung von einem, der mir auf Instagram geschrieben hat. Er so, probier doch gerne mal Django's Falafel Rap bei Malibu Nation und sagt, du kommst von Yassin. Direkt Spezialempfehlung mit Namen sogar. Also ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, ob er der Besitzer ist oder so, aber er hat Malibu Nation in seiner Bio oder so. Malibu Nation, Leute. Ich komme so rein. Ich so, hä? Kommst du von Yassin? Ich so, ja. Aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich komme. Also irgendwie wurde ich schon angekündigt. Jo, ich bin leicht verwirrt, Leute. Ich habe eigentlich irgendwas mit Rap gesagt und ich habe eine Audio gerade bekommen, aber. Ist mega lecker. Nicht ganz, was ich erwartet habe, aber super. Cheers, cheers! Da wäre die Nummer 2 gewesen mit dem geheimen Bubble Tea, der nicht auf der Karte steht. Aber die haben nur bis 17.30 Uhr offen. Und dreimal könnt ihr raten, wie viel Uhr es ist. Ja, 17.30 Uhr. Yo, was geht? Schon der nächste Morgen, musste ein paar Sachen erledigen und immer noch, zum Beispiel hier den Vertrag, Bilder, Rechte, Fotos für die Mädels fertig machen, dies, das, also das war's auf jeden Fall von mir, bester Bubble Tea Laden, ja, also ist Geschmackssache, aber der war gut, kann man auf jeden Fall abchecken, ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, die Videos abchecken, uns auf Instagram und Twitch folgen, wir sind fast jeden Freitag live. Ansonsten natürlich wie immer in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Oh mein Gott, ich habe richtig fett gespotzt. Ansonsten, see you business und ciao.